Ein ganz normaler Tag am Hamburger Flughafen, mitten im Juli. Wer bei diesem Wetter seine 7 Sachen packen und in wärmere Gefilde fliegen kann, der tut es. Schön in die Sonne fliegen, an den Strand legen, den grauen Alltag in der Stadt vergessen. Doch für unsere Umwelt ist das Fliegen gar nicht gut. Pro Kilometer stößt ein Flugzeug sage und schreibe 380 Gramm CO2 aus. Das sind 153% CO2 mehr pro Kilometer als bei einem Auto, 950% mehr als bei der Bahn und 1900% mehr als bei einem Bus. Die Lufthansa hat sich nun aber etwas Neues ausgedacht. Sie will sogenannten Biosprit tanken und so wesentlich klimafreundlicher fliegen. In den nächsten 6 Monaten sollen insgesamt 1200 Flüge zwischen Hamburg und Frankfurt am Main mit 25% Biospritanteil getankt werden. Der Versuch wird von der Bundesregierung mit 2,5 Millionen Euro unterstützt. Umweltschutzorganisationen halten die Lösung mit dem sogenannten Biosprit allerdings für eine Mogelpackung. Die NGO Rettet den Regenwald ist eine von ihnen. Einmal argumentieren sie mit dem Klima, dass es das Klima entlastet. Das stimmt aber nicht, denn die Erzeugung dieses Biosprits durch die Vernichtung der Wälder, durch die Anwendung von Kunstdünger und so etwas, benötigt mehr oder erzeugt mehr Klimagase als zum Beispiel Erdöl. Sie demonstrierte deshalb genau an dem Freitag am Hamburger Flughafen, an dem die Testflüge zwischen Hamburg und Frankfurt starteten. Die Lufthansa behauptet dann immer noch, dass sie irgendwo eine Ecke gefunden hat, wo das den Kleinbauern nützt und der Natur nützt und wo es niemandem schadet. Das sind aber alles Märchen. Wir haben 1 Milliarde hungernde Menschen in der Welt. Wenn wir jetzt für die Lufthansa Treibstoff anbauen und für alle anderen Fluglinien, dann bedeutet das, dass Millionen Menschen in der dritten Welt von ihrer Ackerfläche vertrieben werden, dass dort nicht mehr Nahrungsmittel angebaut werden, sondern riesige Plantagen. Es geht darum, dass sie letzten Endes für ihr Benzin eine Fläche halb so groß wie Deutschland braucht. Und das ist nur auf Kosten der Menschen und der Natur möglich. Welche Aktionen sind denn außer der Demonstration hier noch geplant bzw. laufen auch schon? Eine Online-Protestaktion auf regenwald.org. Da haben schon 17.000 Menschen unterschrieben. Dann haben wir eine Postkartenaktion und wir werden sicher auch noch weitere Demos organisieren. Außerdem gibt es Aktionen von Friends of the Earth International in verschiedenen Ländern. Was wäre denn die Alternative? Die Alternative ist sicher weniger fliegen, vor allen Dingen auch nicht auf solchen kurzen Strecken, wo man es vermeiden kann. Vielleicht sparsamere Flugzeuge, langsamere Flugzeuge. Da gibt es viele Möglichkeiten. Letzten Endes müssen wir unseren Konsum von Rohstoffen einschränken. Wir haben verschiedene Sachen.